Bist du? Oh, wir sind du Arschkick? Sie haben ja Fragen mit so weit. Lehn dich zurück und genieß dich schon. Aber bei mir ist das echt am Ruckeln hier. Lenk hier. Hoffentlich fliege ich nicht raus hier. Da habe ich jetzt gar keinen Scheiße. Du musstest es ja sagen. Was denn? Bist du rausgeflogen? Nein, ich dachte, du wurdest jetzt rausgeflogen. Nee, nee, ich bin noch da. Wie das ab und zu ruckelt hat irgendwie total, ey. Ja, jetzt stehen wir nebeneinander. Jetzt steigt der natürlich ab, der Pisser. Die Zähne einfach nur so weggezogen von mir. Ich habe dich gerettet. Na, war gut. Mann. Gern geschehen. Beinahe. Ja. Hinter dir, Daniel. Oh, guck mal, ein Blutopfer. Ich glaube, der will uns opfern. Der hört sich an wie ein Verräter, der Typ. Eure einzige Hoffnung auf Erlösung ist, uns zu sagen, warum sich die Toten erhoben haben. Ha, wir brauchen keine Befreiung. Der Schatten Nämons kündigt ein neues Zeitalter an. Ein Zeitalter, in dem wir wiederhergestellt werden und in dem man euch verurteilt. Wartet, wie könnt ihr das wissen? Hat der Schatten euch das tatsächlich gesagt? Das muss er nicht. Wer denkt, er wird den Schatten bald bewohnen, sobald er verwandelt wurde? Das werden wir sein. Nämon hat nicht die Macht, euch zu erlösen. Ich schon. Helft uns und ihr erhaltet die Chance auf Freiheit. Ich sage es euch, hört nicht auf diesen Narren. Der Schatten möchte den Wald verderben, um ein neues Reich zu erschaffen. Schädel, Lügen, hör nicht auf die. Das ist an deren Gesichtsausdruck. Damit hatte ich schon gerechnet. Es wird nicht lang. Oh Gott. Wir haben euch gesagt, was ihr wissen wollt. Ich habe meine Gestalt gewandelt. Ich weiß, dass das vom Grünen... Müssen wir ja einen ausreden, oder was? Ja, ich nehme mal den da. Es ist seltsam, die Tötung. Meine Familie wurde von... Hab ich Nasse genommen? Den rechts außen. Nimm ich den in der Mitte. Es ist seltsam, die Tötung. Meine Familie wurde von dem Waldochs abgeschlachtet. Und ich habe... Müssen wir alle machen, oder was? Ja, entscheidet über ihr Schicksal. Ja, ich hab den Wir haben euch gesagt, ich lustig. Habe meine Gestalt gewandelt. Ich weiß. Ich befreie die alle. Na, die anderen Völker. So. Es schmerzt. Ich bin froh, dass es. Ich werde euer Urteil nicht in Frage. Das waren alles gute Kerle. Auch ja, auch. Irgendwie schon. Die Leute mit sich identifizieren können. Ich hab euch schon freigelassen. Wir werden den Wald säubern. Bestrafen. Oder bei dem Versuch sterben. Wie viele Risse sie auch. Ich weiß, was zu. Ja, der letzte, der muss hier bleiben. Die hat ihre Gestalt verändert. Ich werde Walenwald von dieser Verdammnis. Die anderen haben nur gemordet, weißt du? Das ist okay, aber die hat ihre Gestalt verändert. Werde ich in meinem Wald nicht dulden. Ich werde Walenwald von dieser Verdammnis. Wir haben einfach alles zum Himmel geschickt. Was es auch. Wir werden den Wald säubern. Toll, jetzt hat der Gott da oben drei scheiß Schädel. Sterben. Ihr seid zu weit gegangen. Nun, was passiert denn jetzt? Den selbst erleben. Sind wir nur zu zweit? Wir sind schon wieder in der Geisterwelt. Glaube ich. Ja, wir müssen mit dem hier was reden. Was für ein fauler Trick ist das? Ich war schon. Sieht das aus wie ein Trick? Guck mal, wo wir sind, du Arschkeks. Wir haben Erfahrung mit sowas. Lehn dich zurück und genieß dich schon. Ghostbusters. Wir sind voll die Experten in diesem Gebiet. Pass auf. Was ist das denn? Kann man das jetzt?
kann man sogar ranziehen, was? Was du da? Ich höre die ganze Zeit, wie du hinter mir irgendjemanden ziehst. Ja, ich zieh an den Rehen, ich zieh den das Herz raus. Da war eine Wespe irgendwo. Kannst du auch ziehen. Nein. Ist das da vorne Jesus? Er ist einer komplett im Weiß, ey. Oder ist das Gott? Oder Gandalf. Ja, genau. Oder Dumbledore. Oder jeder andere, der mal weiß getragen hat. Ich denke, ich kann Filthy Frank? Was aktivieren wir hier eigentlich, ey? Keine Ahnung. Totem der Zerstörung, was weiß ich. Ja, wir tun die Koordinaten für Todstern hier. Ich markiere weg. Oh Gott. Oh, das war ein Hänger. Das ist gar kein Mond da in der Luft. Boah! Naja, der hat ja von den vielen Monden geredet, deshalb gibt's so viele. Ja. Das eine ist davon ist kein. Boah, das Herz des Ältesten. Ihr könnt den Ältesten vernichten, aber das Herz könnt ihr nicht haben. Oh mein Gott, schon wieder. Es gehört hierher, in den Schattenwald. Ihr werdet es mir. Ich will das Herz haben. Und erneut. Weißt du, wie viele Herzen ich schon gefressen habe? Die Energie des Herzens. Und gebrochen habe? Baumgeister zu bevor ich den hier gefunden habe. Aber ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das eine gute Idee wäre. Wenn wir das Herz auf diese Art verwenden, wird es verdorben werden. Das würde jede Möglichkeit zunichte machen. Ja, ich habe ihn eingeschüchtert. Ich weiß zwar nicht wozu, aber egal. Vielen Dank für euer Verständnis. Wir sind der Geister-Ole hier. Wieso ist denn das Herz des Ältesten eine Person? Ich meine. Ach, du hast Herz gefressen. Weiß ich nicht. Mir läuft jetzt so ein Geister-Opa hinter. Nein, du hast keine Waffe. Was hab ich nicht? Du hast keine Waffe in der Hand. Doch. Bei mir hast du einfach nur so die Fäuste geballt. Ich stehe einfach so blöd da. Alter, die heizt die ganze Zeit. Ja, ich weiß. Wäre nett, wenn du auch mal angreifen würdest. Greif mal die ganze Zeit. Bei mir stehst du dann und hast die Fassi gefallen. Solange ihr noch könnt. Jeder Schritt von euch bringt mich dem Herzen näher. Ey, du stehst da immer noch, du hast das Fäuste so kampfbereit, ey, Schwert auf dem Rücken. Leg ich gleich raus? Ne, weiß ich nicht, oder ich vielleicht. Ja, dann hat einen neuen Kampfstil entwickelt, schwertlos. Null Schwertstil. Ja, genau. Alter! Ja, bringt mir das Herz und ich werde euch einen gnadenvollen Tod gewähren. Vielleicht. Ja, dasselbe Angebot machen wir dir auch. Wenn du Glück hast, rettet der Daniel dich von mir. Bin ich immer noch verbuggt? Nee. Ja doch, ja. Hoffnungslose Heldenhaftigkeit endet hier. Was zum... Kommt der denn, ja? Der greift dich an, Daniel. Der ist nicht gefällig. Ja, okay, bei mir tut mir den Box. Weggeflogen. Okay, jetzt hast du ein sichtbares Schwert. Ey, bei mir, du stehst einfach nur, die guckst da. Manchmal machst du eine Bewegung, als hättest du ein Schwert, aber dabei ist das Schwert immer noch auf deinem Rücken. Ich töte ihn mit Freundlichkeit, mein Grinsen tötet auch. Was ist das denn für ein Lied? Es da, war Nero. Zum Glück haben eure ja, von Biberbrüder. Okay. Ah, Licht. Oh, Gott sei Dank. Zurück in eure Körper und an die Wand. Ja, jetzt sind wir schon wieder hier, das Ding ist immer noch hier.
Kann er nicht irgendwo hier sein, ey? Der ist direkt über uns. Willst du mich verarschen? Er sucht wahrscheinlich die Höhle, ey. Wer hat gedacht, wir müssen hier rein? Oh. Jetzt, da wir mit dem geredet haben und Weisheit erlangt haben, können wir durch. Er hat uns einen Schlüssel gegeben. Für die Ranken. Mhm. Ganz toll. War der Schlüssel Feuer? Ja. Boah. Ja, dann war ein Schlüssel aus Feuer. Boah. Ja, nee. Boah. Ja, ruhig. Ich in dem Moment, wenn du zuschlägst, wird dein Schwert sichtbar und wenn du wieder aufhörst zu schlagen, sind wieder unsichtbar. Das klingt du awesome. Komm mehr. Jetzt stehst du. Klingt doch voll awesome. Was willst du eigentlich? Das ist behindert. Das bringt mir überhaupt nichts, wenn du da nur blöd stehst. Ja, das ist ein Busch. Ja, das ist nur ein Hund. War ein Spieler? Ja. Der hat sich irgendwie sehr komisch bewegt. Ja, ich sehe noch so einen Spieler, der sich hier komisch verhält. Ja, ja. Ich auch. Was? Wir reden über dich, oder? Nein. Ich weiß, wie man ein Schwert und ein Schild hält, ey. Alter, der hat mich gewonshottet. Hm. Was? Ich war sogar in meiner Werwolf-Gestalt. Wie hat der? Ich hab keine Ausdauer. Out. Ja, und der hat wieder voll Energie. Ja, ist klar, aber tot. Geil, gar nicht. Ja, mehr. Na, sollen wir weitermachen, oder? Ja, anscheinend schon. Ich kann mich an deiner Leiche nähern, Daniel. Ich war schon. Also mal meine Brille. Ja. Ich weiß gar nicht, dass ich Daniel vielleicht. Ja. Nächstes Mal sehe ich einfach nur so, wie ich irgendwie, weil ich mich mir in den Fuß verstaue. Und du kommst einfach an und frisst mich. Oh, es ist, steht keine Hoffnung, ich muss dich essen. Oh. Einfach so ein Schlag in die Fresse. Olum! Also so die Tür aufgemacht hat. Ja klar. Wow. So macht er das immer. Ja. Was ist? Also warte, ich laufe einfach durch. Sammle einfach den blöden Stein ein. Lustig, ich habe den Riesen getriggert, rennt aber nie vorbei, um hinterher zu rennen. Lass mich den Stein nehmen, lass mich den Stein nehmen, du Löwe. Ich kann den nehmen, aber greif mich die ganze Zeit an. Ihr werft euer Leben vergeblich weg. Das Herz ist schon verdorben. Daran könnt ihr jetzt nichts mehr ändern. Ich bin in der echten Welt. Dann bist du unsichtbar. Ich habe den Stein schon eingesammelt. Dann sind die alle verschwunden. Dann sammel doch einen Stein ein. Wo bist du denn? Kann ich ja nicht auf mich einprügeln. Ich hoffe, es hat auch geschafft. Ich töte lieber alles und hier. Von dir, ne? Sind so zwei Spieler, ich stupse mich die ganze Zeit.
Ich hab den Stein ein. Ich hab stark. Einfach eingesteckt, gut. Ah, die müssen wir auch gar nicht bekämpfen. Okay. Alter. Das geht nicht wieder mit dem Kämpfen. Festmalen! Ich will noch viel mehr essen. Kommt mit beim Essen zu. Dann masturbiert wahrscheinlich gerade. Boah, ein Bastard beim Essen. Wow, was ist denn das? Ich werde beim Essen zu, Alter. Stein, Darwin. Ein Mammut. Mammut? Andere Richtung, Daniel, da. In den Skull. Ja. Boah. Es rennt, pass auf. Abgebrochen. Nimm das Benjamin-Blümchen. Ich wollte auch gerade sagen, Benjamin. Der war voll cool. Der war voll scheiße. Ich hab dem Affen den Kopf abge... Hey, ist eine Truhe. Los, wo? Ja. Durchschnittlich. Na. Boah. Boah. Das war mal das. Aber da ist doch nur durch. Pass auf, gegeben. Ja. War noch ein Schild und Geld. Nur Geld. Leck. War extremer Leck. Interessante Kreaturen in der Welt hier. Uga, deine Box schon wieder. Na. Quest. Ich zieh die mal an uns ran. Der Kerl? Ja. So viel Blut. Sie haben. Verliehen es niemand was. Ihr für den Plattenschutz. Hast du so gesehen, ne? Weißt du, was eine Menge Blut. Die Fallen ist die Gläubigen. Oh Gott, schon wieder eine Sekte. Ja, ich muss dem Herr Schirsch erstmal den Herz rausreißen. Ich glaube nicht, dass sich Rehe oder Hirsche so anhören. Ja.